Ich sitze jetzt hier, ja, bis gleich, und warte auf den Abschleppdienst. Heute ist der 9. April und es ist Dienstag. Wir sind immer noch in South Jordan, Utah und heute regnet es. Total doll. Also wir haben heute Morgen schon das Auto geputzt. Linus und Eli haben mit Gordon und Clyde gespielt und jetzt fahren wir einfach vor, weil wir noch was für Kekse kaufen. Wir sind da bei Walmart. Wir haben noch bei Siegel, Bock und Tag angehalten, weil wir was zurückbringen mussten. Und auch noch gekocht. Und wir kaufen jetzt ein, weil ich noch Kekse und Brownies backe. Ich kann die Küche von den Stuarts benutzen. Wir sind fertig mit Einkaufen. Yay! Wir haben 1, 2, 3, 4 Tüten. Brauchte nur eine halbe Stunde. Oh, es regnet draußen, es stürmt und wir haben Glück. Unsere Freunde haben uns zu Hühnersuppe eingeladen. Wir gehen jetzt mal rüber und essen. Die Emmy hat gerade ein bisschen Brownie-Teig hier angerührt, den sie jetzt dort im Backofen machen wollte. Und Jakob und ich waren noch hier und jetzt zwischen wir auch mal eben rüber. Für die leckere Suppe! Besorgen. Also Mel wird jetzt abgeholt von dem netten Sohn von den Stuarts, weil unser Chuck mal wieder Schalapp gemacht hat. Ich sitze jetzt hier, ja, bis gleich, und warte auf den Abschleppdienst, der mich hoffentlich dann gleich irgendwo hinbringt, wo ich den Wagen reparieren kann oder reparieren lassen kann. Mechaniker sind alle ausgebucht hier, deshalb mal gucken. So, und jetzt sitze ich mal wieder hier ganz alleine im Truck und warte darauf, dass ich abgeschleppt werde. Irgendwie kommt mir das alles so sehr bekannt vor. Naja, auf jeden Fall hat er heute Morgen Probleme gehabt zu starten, unser geliebter Truck. Und jetzt macht er gar nichts mehr. Ich habe mal den Starter mit einem Hammer bearbeitet, dann hat er ein paar Geräusche gemacht, aber letztendlich wollte er dann doch nicht mehr. Nun gut, wenigstens haben wir Abschleppservice und können uns dorthin bringen lassen, wo wir hin müssen. Also nach 2,5 Stunden ist jetzt endlich der Abschlepptruck angekommen, aber jetzt hat sich einer vor mich geklebt und er kriegt mich nicht so richtig raus. Das heißt, er muss mich jetzt so ein bisschen in die Straße reinschleppen, damit wir den abschleppen können. So. Ja, das habe ich auch noch nicht gehabt, dass ich im Truck sitzen durfte, während er hochgezogen wird. Also er gibt mir hier Handzeichen, wie ich die Reifen stellen soll. Na gut, vielleicht fahre ich hier hinten mit. Mal gucken. Oh, ich hoffe, der Truck kriegt das hin, der Abschlepptruck. Ich hoffe, der Tow-Truck is gonna make it. That's a big one. So, nach 3 Stunden habe ich es endlich hier nach Hause geschafft. Der Truckfahrer hat den Truck abgesetzt. Er steht jetzt hier beim Nachbarn, der so nett war, dass ich den da parken darf, weil der auch viele Werkzeuge hat, womit ich den Truck hoffentlich morgen reparieren kann. Und jetzt heißt es in den Trailer und ins Bett. Es ist jetzt 9 Uhr und das hat lange noch gedauert. We're doing a daily video little thing so we can remember all we did, so I gotta have you guys on here. Thanks again for helping us. Ja, das sind unsere Helfer in der Not hier. Der Nachbar hat seine Mechaniker gerufen und die wechseln jetzt unseren Starter hier. Oh, total super. Ja, ja. My hands are freezing and I'm not doing any work. I can't imagine how your hands feel. Warm.
Are they? Yeah. He has better circulation. He's young than and you have a good circulation. Heute ist Donnerstag, der 11. April und der Truck funktioniert wieder. Was wurde eben gemacht? Den Starter haben sie ausgetauscht und jetzt gucken die, weil der so viel qualmt, was damit groß ist. Okay. Heute ist Donnerstag und es ist der 11. April. Wie ihr schon gesehen habt, unser Truck läuft jetzt wieder, dank der sehr hilfsbereiten Nachbarn. Er hat eine Truck-Firma und sein Bruder war gerade da, der Mechaniker ist, und der andere Mechaniker, und die haben schnell unseren Starter ausgewechselt und noch ein, zwei andere Sachen angeschaut und haben gesagt, wir sollten uns jetzt auch einen neuen Airfilter noch besorgen. Das machen wir jetzt gerade. Und auch das Geld, damit wir ihnen die Teile bezahlen können, die sie verbaut haben. Also sie nehmen uns jetzt keinen Arbeitslohn ab, sondern wirklich nur für die Teile, und das ist so unheimlich nett. Ja, wir sind jetzt unterwegs und wir sind echt froh, dass wir hier einen Platz haben in Utah, wo wir gerade bleiben können, weil es hat nämlich angefangen zu schneien, wie ihr wisst, und es schneit immer noch. Wenn man mal guckt, da hinten die Berge, die hängen voller Wolken und es kommt so viel Schnee runter. Und nicht nur hier, sondern auch in Colorado und Wyoming, überall da, wo wir jetzt gerade hin wollen. Deshalb sind wir unheimlich dankbar, dass wir jetzt gerade noch hier sein können und dass der Truck jetzt wieder läuft. Und wir müssen einfach mal jetzt planen, was wir hier noch machen wollen und wann es denn dann weitergeht. Aber auf jeden Fall, es ist schön, Leute um sich rum zu haben, wo die Kinder miteinander spielen können, und wir einfach uns freuen, dass wir einander haben. Ja, was mache ich jetzt gerade hier? Ich habe mir das Wissen jetzt angeeignet durch die Mechaniker heute Morgen, ein bisschen was im YouTube nachgeschaut, wie ich denn jetzt den Luftfilter austausche. Und das Beste ist eigentlich, diese ganze Apparatur, wie ich jetzt gemacht habe, einmal rauszunehmen, den Filter austauschen, wieder einsetzen, und dann haben wir hoffentlich viel Luft zu unserem Turbo, dass der Truck dann auch wieder besser läuft und nicht so viel schwarzen Rauch hinten rausstößt. So, wenn man so einen schönen großen Garten hat, da kann man auch schön viele Fruchtbäume haben. Wir haben jetzt gerade hier einen Zwetschgenbaum gepflanzt und da hinten zwei Kirschbäume, wollen wir mal hingehen. Und die Kinder haben wieder Spaß hier in der Sandkiste.